Aufgepasst, Klasse. Das ist wichtig. Fertig, los. Oh nein! Okay, wer war das? Ihr steckt in Schwierigkeiten. Was ist das? Das ist übel. Ist das Ihr Ernst? Passiert das wirklich? Was macht ihr jetzt? Es gibt kein Entkommen. Eure Zeit beginnt jetzt. Wir müssen hier raus. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Das ist so schwer. Ich weiß. Gib mir eine Sekunde. Ich hole mein Handy raus. Wo ist es? Oh, es ist weg. Ich hol meins. Ich hab's nicht. Was ist hier los? Such dir die. Kein Schummeln im Unterricht. Wie hat er das gemacht? Jemand ruft an. Hallo? Ja? Wie bitte? Bin schon unterwegs. Ich muss los. Mach keinen Blödsinn. Das ist unsere Chance. Schnappen wir uns unsere Handys. Ich hab's voll vermisst. Hey, das geht nicht. Irgendwas stimmt nicht. Och, komm schon. Das ist unfair. Und jetzt? Warte. Der Lehrer hat seins hier gelassen. Ich habe eine Idee. Was ist das? Ja, das ist Knete. Die ist perfekt. Ich brauche noch mein Make-up. Das enttäuscht mich nie. Was hast du vor? Ich suche nach Fingerabdrücken. Ich verteile Puder auf dem Handy. Dann kommt Klebeband drüber. Ich nehme den Fingerabdruck ab. Das kommt jetzt auf die Knete. Noch sanft andrücken. Das müsste reichen. Jetzt brauche ich flüssiges Latex. Ich trage das auf die Knete auf. Dann warten, bis es fest ist. 1, 2, 3, los! Das sollte reichen. Ich kann es jetzt abziehen. Das darf nicht zerreißen. Tada! Der Fingerabdruck vom Lehrer. Guck dir das an. Das hat geklappt. Wir sind drin. Wow, entsperre mein Handy. Los geht's. Du bist ein kriminelles Genie. Jetzt schnell. Wir haben alle Lösungen. Wir bekommen eine 1. Schreib schneller, Miles. Ich mach so schnell ich kann. Komm schon. Das hätte ich nie rausbekommen. Das war's. Warte, die Handys. Leg sie zurück. Das muss richtig liegen. Jetzt cool bleiben. Entschuldigt bitte. Oh, die Zeit ist um. Wir sind fertig. Lasst mich sehen. Ich wette, ich werde enttäuscht sein. Hä? Das glaube ich nicht. Also, haben wir bestanden? Ihr habt beide eine 1+. Wuhu! Schlag ein. Das Buch ist toll. Miles, guck. Denk dran, ich beobachte euch. Immer. Ich weiß, was zu tun ist. Wir schleichen uns raus. Viel Glück. Och, das lief nicht nach Plan. Guck die Tür. Was ist los? Okay, das ist extrem. Wir stecken hier fest. Das ist ein Problem. Annie, da vorne. Der Schlüssel. Freiheit, wir kommen. Der ist anders. Der Schlüssel ist kaputt. Och, typisch. Guck dir das an. Wir gehen nirgendwo hin. Wir sind hier gefangen. Och, kann's noch schlimmer werden? Naja, ich hab Hunger. Warte, ich hab was. Ich hab immer Snacks dabei. Hier, bitte. Warte mal. Was haben wir denn hier? Miles, guck dir das an. Ein Plan entsteht. Ist das Kaugummi? Den nehme ich. Das ist unser Ausweg. Fangen wir an. Ich pack den Kaugummi aus. Das Papier muss weg. Den Schlüssel lege ich auf den Kaugummi. Dann runterdrücken. Ich brauche einen Abdruck. Dann mit Farbe bedecken. Vorsichtig. Genau, was ich wollte. Jetzt aufs Blatt drücken. Das schneide ich aus. Wir haben die Schlüsselform. Jetzt brauche ich die Dose. Ich mache den Deckel ab. Da lege ich den Papierschlüssel drauf. Dann ausschneiden. Das muss genau werden. Wow, wir haben einen Schlüssel. Ich wette, das klappt. Probieren wir es aus. Warte. Die Sandwiches nicht vergessen. Los geht's. Ich bin echt nervös. Wünsch mir Glück.
Der Moment der Wahrheit. Der dreht sich. Das Schloss ist auf. Netter Versuch, Lehrer. Los, los, los. Wir verschwinden. Ich bin überglücklich. Nichts kann mich aufhalten. Wir sind ein tolles Team. Ist das ein Klassenzimmer? Wie konnte das passieren? Sind wir im Kreis gelaufen? Besorg das nächste Mal eine Karte. Ich bin verwirrt. Hallo. Jetzt gibt's Ärger. Habt ihr wirklich gedacht, ihr kommt hier raus? Jetzt wird korrigiert. Jeder bekommt eine 6. Mir ist voll langweilig. Seid still. Hier ist der Lehrer. Ein Code Red. Das klingt ernst. Ich muss los. Lassen Sie sich Zeit. Ich beobachte euch. Und er ist weg. Ich check die Klausuren. Was hab ich für eine Note? Hey, was ist das? Ich glaub das nicht. Miles, das musst du sehen. Guck, das ist ein Fluchtplan. Aber ich kapier's nicht. Ich glaub, das ist ein Code. Vielleicht hilft der. Ein Versuch ist's wert. Na, das funktioniert nicht. Lass mich mal. Ich mach die Handytaschenlampe an. Ich krieg's nicht hin. Das war Zeitverschwendung. Aha, ich weiß. Wir müssen genauer gucken. Sieht nur nach Kritzelei aus. Das wird nicht klarer. Was machen wir jetzt? Hey, ich hab's. Überlass das mir. Ich brauche ein Blatt Papier. Darauf zeichne ich einen Kreis. Dann kommt ein kleinerer dazu, genau so. Ich lege einen Eisstiel in die Mitte. Den umreiße ich. Wir brauchen 2 davon. Jetzt ausschneiden. Hier kommt rotes Plastik hin. Dann alles zusammenkleben. So müsste es gehen. Genau, was wir brauchen. Vertrau mir. Okay, versuchen wir es nochmal. Wow, das funktioniert. Es filtert den roten Stift. Hey, das ist eine Karte. Wie cool. Das ist der Weg nach draußen. Wir haben's, Miles. Gut gemacht, Annie. Das nehme ich. Oh nein, der Lehrer. Wo habt ihr das her? Das wandert in den Müll. Oh, er ist echt gemein. Ich habe eine Überraschung für euch. Ihr sitzt nach. Oh, wie unfair. Das ist eure eigene Schuld. Hey, Miles, hör zu. Nicht quatschen. Wow, er ist wütend. Seid ruhig. Annie, ich habe eine Idee. Was habe ich gesagt? Es ist nutzlos. Ich schreibe dir. Daran hätte ich gleich denken können. Ich muss schnell sein. Psst, guck. Wow, du meinst... Was zum... Er hat den Zettel. Oh nein, erwischt. Kein Blödsinn mehr. Sch, an die Arbeit. Das ist voll übel. Hey, guck mal. Mach kein Geräusch. Tu's nicht, Annie. Ich hab's. Guck dir das an. Was machst du da? Ich brauche nur die Papprolle. Die kriegt das hin. Eine Sache noch. Ich deck die Rolle mit Plastikfolie ab. Die muss straff sein. Ich fixiere die mit Gummi. Den wickle ich rum. Der muss festsitzen. Sieht gut aus. Was sagst du dazu? Was ist das? Ich habe auch eine für dich. Oh, danke. Und was jetzt? Muss ich alles erklären? Ich schreibe auf die Folie. So geht's. Jetzt lasse ich die Taschenlampe durchscheinen. Guck an die Wand. Na los. Hä? Huh? Okay. Wow. Eine geheime Nachricht. Warte kurz. Das ist eine tolle Idee. Ich brauche meine Taschenlampe. Jetzt kann ich Annie antworten. Klingt nach einem Plan. Psst. Wir müssen leise sein. Igitt. Ekelhaft. Ich brauche meine Rolle. Wo ist die hin? Die lag genau hier. Bin gleich zurück. Hey, er ist weg. Oh yeah. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Ich bin bereit für den Unterricht. Okay, aufgepasst.
Das ist eine knifflige Aufgabe. Hm? Macht der Witze? Ich bin nicht so schlau. Warte mal. Was machst du da? Oh, Butler. Sie haben gerufen, Fräulein. Erlauben Sie mir. Ich hoffe, das klappt. Ich kann's nicht. Hä? Was macht sie da? Jetzt bin ich klug. Guck dir das an. Das ist zu einfach. Ihr könnt jetzt applaudieren. Sie ist eine Dumpfbacke. Ich weiß die Lösung. Hä? Ist das falsch? Weißt du was? Gut gemacht. Danke. Ist der für mich? Das ist zu nett. Soll das ein Witz sein? Ich gebe auf. Das ist mein Glitzstift. Oh, wie traurig. Butler, komm her. Ihre Stifte, Fräulein. Die besten auf dem Markt. Und hier sind ihre Hefte. Ich denke, das ist alles. Gute Arbeit. Vielleicht bekommst du eine Gehaltserhöhung. Jetzt verschwinde. Ich hol mein Notizbuch raus. Ich hab's hier drin. Hä? Was ist das? Eine saftige Zitrone. Hebe ich mir für später auf. Was ist so lustig? Ist das deine Schultasche? Hallo. Hoffe, bin ich zu spät. Ich hol gleich meine Bücher raus. Das Klo ist echt praktisch. So viel Stauraum. Ich liebe es. Mein Mannequin ist besser. Wusstest du es nicht? Heute ist kein Schultaschentag. Nicht mehr so lustig, was? Wie bitte? Echt unglaublich. Niemand hat's mir gesagt. Das ist peinlich. Heute ist Testtag. Hoffe, ihr habt gelernt. Das ist ein schwieriger. Finde ich gar nicht gut. Worauf wartet ihr? Los geht's! Ich werde durchfallen. Ich brauche Hilfe. Butler, komm her! Schauen Sie, was ich habe. Eine besondere Lieferung. Eine Pizza? Das ist keine gewöhnliche Pizza. Ich habe die selbst zubereitet. Wow, das ist genial. Ich wusste, das gefällt Ihnen. Was willst du? Mach, dass du verschwindest. Ich muss los. Hey, komm zurück. Ich gehe nirgendwo hin. Ich wusste, du lässt mich nicht im Stich. Das wird Spaß machen. Brumm, brumm. Der hat eine Speziallackierung. Ich wünschte, ich hätte einen Führerschein. Gut eingepackt. Das ist perfekt. Gute Arbeit. Ich bin bemüht zu gefallen. Vielleicht bestehe ich doch noch. Ich bin echt hinterlistig. Ha? Was ist das? Du schummelst? Ich will abgucken. Hey, hör auf. Das ist meine Arbeit. Oh, du bist gemein. Warte mal. Ich darf die Lösungen nicht verlieren. Ich brauche dieses Buch. Aber wie? Aha. Damit wird's gehen. Und los. Hau! Genau ins Schwarze. War einfacher, als ich dachte. Nene. Hä? Warte. Hey, lass das. Die gehören mir. Was ist hier los? Keine Ahnung, was sie macht. Oh, guck. Ich möchte, dass sie Notizen macht. Das sollte ziemlich einfach sein. Was denkt ihr? Das habe ich nicht erwartet. Ich fange besser an. Was brauche ich? Ein Stift? Nein, der geht nicht. Ah, ich weiß. Ich habe genau das Richtige. Damit geht's. Ich ziehe das über die Zeilen. Das hebt die Wörter hervor. Genau, was ich brauche. Ist ganz einfach. Alles erledigt. Bin froh, das zu haben. Oh, das ist tragisch. Tape ist total von gestern. So was brauchst du. Ich habe jede Farbe, die ich will. Wow, das ist herrlich. Welche nehme ich? Guck dir diese Stifte an. Ich entscheide mich für Pink. Nein, das macht sie nicht. Und für die Abwechslung nehme ich jetzt Gelb. Wow, guck dir das an. Das ist so hübsch. Danke. Ist wie bei einem Regenbogen. Oh, mein Buch ist so langweilig. Egal, ich mag's trotzdem. Was hast du getan? Du hast das Buch ruiniert. Wovon reden Sie? Guck dir das Schild an. Du kennst die Regeln. Ach, sicher werden wir uns einigen. Was sagen Sie? Was? Auf keinen Fall. Aber das ist Geld. Das sage ich, Papi. Nachsitzen. Und ha? Du? Ich habe nichts falsch gemacht. Ist das Marker? Nein, ganz ruhig. Sie müssen das sehen. Es ist Tape.
Sehen Sie? Ich kann's abziehen. So gut wie neu. Oh, das ist in Ordnung. Ich wusste, das gefällt Ihnen. Das ist unfair. Mir bleibt nur eins übrig. Gib mir das Tape. Hier. Oh, danke. Das ist eigentlich ganz gut. Sind wir jetzt beste Freunde? Mir ist so langweilig. Oh, da kommt die Lehrerin. Hallo, Klasse. Das ist die heutige Lektion. Ich hole mein Heft raus. Ah, da ist es. Jetzt kann ich anfangen. Oh, eine Sekunde. Paps, ich bin bereit. Gut, dass ich vorbereitet bin. Was zum... Ich habe nur diesen Fetzen. Der muss reichen. Das ergibt keinen Sinn. Was ist das? Oh nein, das machst du nicht. Ich brauch das. Wo ist dein Heft? Ich hab keins. Das ist eine Schande. Dir zeig ich. Passiert das wirklich? Ich will zu meiner Mama. Wow, das habe ich nicht erwartet. Oh nein, nicht gut. Ich habe keine Seite mehr. Was mache ich denn jetzt? Hey, Meg. Was ist? Oh, ja, warte kurz. Ich reiß dir ein Blatt raus. Dauert nicht lange. Was machst du? Hm? Guck dir das an. Das wird dir gefallen. Ich falte die Seite um. Und unten auch. Ist wie Origami. Das wird schön gefaltet. Jetzt kann ich das Blatt drüber ziehen. Genau so. Das war's. Wie findest du's? Ziemlich gut, stimmt's? Wow, das ist fantastisch. Du bist die Beste. Ich mach's wieder auf. Wow, eine leere Seite. Jetzt kann ich den Rest machen. Die Lehrerin wird's nie erfahren. Ich danke dir. Die Zeit ist gleich um. Puh, ich bin müde. Warte, versuch's nochmal. Vergiss es. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Nicht dein Ernst. Abgefahren. Wow. Oh, das tat weh. Was ist das denn? Oh, alles in Ordnung bei dir? Alles gut. Aber schau mal, was ich gefunden habe. Was das wohl ist? Finden wir es raus. Lose freirubbeln. Hey, schau mal. Ich glaube, ich habe was gewonnen. Und ich habe den Trostpreis gezogen. Zeit für euren Test. Oh Mann, das ist übel. Oh Mann, ey, gar keinen Bock. Ich habe ein paar Spicker vorbereitet. Ah, hier steht die Antwort. Oh, wieso habe ich nur so klein geschrieben? Das ist nicht, was Sie denken. Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Na los, gib schon her. Ich glaube, du hast da noch einen Spicker stecken, hä? Oh, so ein Ärger. Das werde ich mir merken. Und was versteckst du noch? Dachte ich's mir doch. Ihr Schüler werdet wohl niemals lernen. Geht das auch leiser? Was geht denn da drüben vor sich? Gehst du nach der Schule noch zu einer Bank? Oder ist das Geld etwa für mich? Keiner schaut her. Hier, nimm sie alle. Ein sehr guter Deal. Also die Eins hast du auf jeden Fall in der Tasche. Ein wirklich schlaues Mädchen. Reiche Leute kommen wirklich mit allem davon. Ich hasse den Regen, vor allem wenn ich dieses modrige Ding hier bei mir habe. Gott, was ist denn mit dir passiert? Du bist ja völlig durchnässt, sag mal. Ich könnte wirklich neue Schuhe gebrauchen, denn die hier sind komplett im Eimer. So ein mieser Tag. Ich sehe aus wie ein begossener Pudel. Sie sieht irgendwie hungrig aus. Hoffentlich heitert sie das auf. Für mich? Danke. Ich habe sowieso genug davon. Weg damit. War das Plastik? Ach, so eine Schweinerei. Ich habe eine Idee. Ja, das könnte funktionieren. Ein Regenschirm aus recyceltem Material. Es fängt an zu regnen.
So bleibe ich aber schön trocken. War das der Griff? Oh, gar nicht so einfach. Mann, hab ich einen Hunger. Hühnchen schmeckt einfach wie Pappe. Ich esse lieber das. Mal sehen. Besser. Habe ich irgendwas zu futtern dabei? Oder irgendwie Geld fürs Essen? Oh Mann, ich dachte, das Papier wäre ein Geldschein. Was soll das bitte? Sitzt da etwa eine Fliege? Ekelerregend, mein Gott! Madame? Wer ist für die Fliege im Essen hier verantwortlich? Oh, ich bitte um Entschuldigung. Schauen Sie! Hehe. Und einfach so verschwindet die Fliege. Hm? Was ist das da in meinem Mund? Irgendwie crunchy. Meine Gebete sind erhört worden. Oh, das fühlt sich einfach nur super an. Und ich meinte so zu ihm, Dad, hol doch die Yacht. Heiße Trete auf 2 Uhr. Diese Farbe, schau mal. Ja, die sind schon wirklich schön. Die Schuhe sind unglaublich, ich muss die einfach haben. Madame. Oh, das hat ja ewig gedauert. Wow, die sehen echt schick aus. Und ich sehe damit aus wie eine Lady. Ja. Und was trage ich heute? Diese alten Treter hier. Warum sind neue Sachen nur so teuer? Wow, eine funkelnde Handyhülle. Das sind Kristalle, oder? Die muss ich unbedingt haben. Gekauft und bezahlt. Die ist echt so stinkreich. Hast du schon mal so was Süßes gesehen? So ein elegantes Oberteil. Oh, ja, das hätte ich auch gerne. Tja, nichts ist zu teuer für mich. Tada! So super weich. Jetzt bin ich ganz schön kaputt. Bye. Ja, man sieht sich. Oh, das ist aber ein schöner Rucksack. Echt süß. Ich bräuchte mal wieder einen neuen. Was sagt denn mein Geldbeutel? Gähnende Leere. So was Blödes. Ich bin broke. Tut tut, ich komme. Ich bin stylisch unterwegs. Nur so geht's. Juhu. Zeit für den Unterricht. Ich schließe noch meinen Roller ab. Man kann nie vorsichtig genug sein. Warte, was ist das denn? Ich komme angerollt. Freie Fahrt für mich. Was sagst du dazu? Guck dir den an. Warte kurz. So geht's. Stopp, stopp. Der ist außer Kontrolle. Das ist also das Ende? Ah! Das wird knapp. Ist das vorbei? Bist du verrückt geworden? Fast hättest du mich erwischt. Du bist echt nervig. Ups, mein Lenkrad. Ich nehm's mit. Schalalala. Ich liebe diesen Song. Die Stunde fängt gleich an. Stimmt was nicht? Hallöchen, Nachbarin. Wie geht's denn so? Gut. Warum redest du mit mir? Ich hab auch Kopfhörer. Ziemlich cool, was? Das hast du nicht gesehen. Kabel? Wow. Egal. Die funktionieren noch. Meinetwegen, guck dir das an. Das neueste Modell. Neidisch? Na, nicht wirklich. Okay, vielleicht ein bisschen. Warte. Was ist das im Mülleimer? Ein Stück Pappe. Ich habe eine Idee. Es fehlen nur ein paar Anpassungen. Was macht sie jetzt? Niemals. Die Tastatur ist fertig. Jetzt brauche ich einen Bildschirm. Mit dem Ausdruck geht's. Schon habe ich einen Laptop. Der ist jetzt neidisch. Das ist echt traurig. Fehlt da noch was? Das macht den Unterschied. Ah, ich hab's. Ich habe auch einen Apfel. Der kommt auf den Karton. Und festkleben. Der soll ja nicht runterfallen. So geht's. Guck dir das an. Hast du das echt gemacht? Eine Lachnummer. Egal, mir gefällt der. Das war's erstmal. Ich bin erschöpft. Ich muss mich abkühlen. Butler? Ihr goldener Ventilatorfräulein.
Erlauben Sie mir eine kühle Brise für Sie. Oh, ja, das ist gut. Wow, sowas brauche ich auch. Ich nehme die Pappe. Ah, viel besser. Du machst das per Hand? Ich mache mir meine Hände nicht schmutzig. Ach, wirklich? Dir werde ich's zeigen. Stimmt. Das ist gut. Hast du mir meine kühle Brise geklaut? Der gehört mir. Ach, ich liebe das. Oh, mach das nicht. Ich will's. Hör auf damit. Der zeigt hierher. Niemals. Wie läuft's, Klasse? Wow, mir wird schwindelig. Stopp. Sie hat angefangen. Mir bleibt nur eins übrig. Ich kann nicht hingucken. Ist es vorbei? Was macht sie da? Ich muss euch was zeigen. Schaut euch das an. Ich lege meinen Overall über den Ventilator. Jede bekommt ein Bein. Ich bin verwirrt. Keine Ahnung, was die vorhat. Wartet kurz. Ich schalte den Ventilator ein. Guckt euch das an. Das ist fantastisch. Fühlt sich gut an. Ah, bringen wir es hinter uns. Ich will dann shoppen gehen. Ich brauche einen Imbiss. Der Brownie ist perfekt. Eine schokoladige Köstlichkeit. Hm, lecker. Hab ich gebraucht. Und das Papier ist für den Unterricht. Okay. Ich brauche noch einen Stift. Warte mal. Der bringt's nicht mehr. Guck ihn dir an. Ein Stummel. Echt lächerlich. Was mache ich jetzt? Ha, ist das dein Stift? Wie peinlich. Ich habe diese Stifte in Paris machen lassen. Wow. Bekomme ich einen? Du willst einen meiner Stifte? Auf keinen Fall. Ach, du bist echt gemein. So ist das Leben. Ich habe genug davon. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich nehme das. Hm, ich mag diese Limo. Das muss noch was drin sein. Was ist das für ein Geräusch? Ja, jetzt habe ich alles gesehen. Dann fange ich mal an. Ich lege den Strohhalm auf den Tisch und stecke hier einen Stift rein. Der andere kommt hier rein. Passt perfekt. Jetzt habe ich einen neuen Stift. Testen wir den. Das klappt. Dein Ernst? Das wäre mir peinlich. Welchen Stift nehme ich? Den hier. Es ist Prüfungstag und hier ist die handyfreie Zone. Stopp, keinen Schritt weiter. Du hast besser kein Handy dabei. Warte, ist das ernst gemeint? Ich bin gleich wieder da. Was ist gerade passiert? Das war seltsam. Sie darf mir nicht mein Handy wegnehmen. Aber was soll ich machen? Komm schon, denk nach. Hä? Was ist das? Eine Schachtel Stifte? Ich hab's. Ich bin genial. Ich hol die Stifte raus. Ich brauche Platz für mein Handy. Die Stifte aus der Mitte kommen raus. So wird's gehen. Jetzt brauche ich meinen Cutter. Ich mache einen Schnitt in die Schachtel. Das muss so groß wie das Handy werden. Ich schneide eine Klappe rein. Sieht gut aus. Da kommt mein Handy rein. Dann zuklappen. Niemand wird's je bemerken. Okay, los geht's. Phew, ich bin zurück. Darf ich zum Unterricht? Mal sehen. Ich werde dich scannen. Muss das sein? Ich bin sauber, ehrlich. Hm, nichts. Verheimlichst du was? Würde ich nie wagen. Sie sind echt misstrauisch. Okay, du bist sauber. Puh, das hat geklappt. Wer ist der Nächste? Ich hab's geschafft. Ich glaube, die Luft ist rein. Ich hol mein Handy raus. Da stehen alle Antworten. Ich bekomme definitiv eine 1. Ich sollte mich natürlich verhalten. Was ist das? Soll das ein Scherz sein? Kann ich rein? Handys sind nicht erlaubt. Okay. Oh, nimm das. Ich habe keine Zeit für sowas. Oh, das war einfach. Unmöglich, diese Regel. Das andere war schon 3 Monate alt. Wird also Zeit für was Neues. Viel besser. Die Lehrerin hat mir einen Gefallen getan. Jetzt zum Online-Shopping. Streckt euch! Spürt das Brennen! Oh, müssen wir? Stopp! Jetzt wird geschwitzt! Ich hasse das! Ohne Fleiß keinen Preis! Ich will nichts erreichen! Ich habe eine Idee! Vielleicht motiviert dich das! Ist das Schokolade? Die hole ich mir! Nicht aufhören! Lass los! Warte!
Lecker. Entschuldigen Sie. Ich hab genug davon. Wir brauchen einen anderen Ansatz. Damit wird's gehen. Hä? Was macht sie da? Was sagst du dazu? Schau dir diesen goldenen Sand an. Oh, ich will dahin. Los geht's. Ich bin bereit für den Strand. Das hat geklappt. Bin gleich wieder da. Ich muss weitermachen. Ha, das ist zu lustig. Kann's losgehen? Es wird lustig. Ich glaub nicht. Ich hab Besseres zu tun. Selfie. Komm schon. Du wirst es genießen. Sie lassen mich nicht in Ruhe, oder? Wo sind die Gewichte? Die gilt. Eklig. Die soll ich benutzen? Guck dir das an. Das ist widerlich. Ich fass die nicht an. Hallo? Ich brauche deine Hilfe. Jetzt warte ich. Lass mich sehen. Okay. Viel besser. Ich muss gut aussehen, wenn ich trainiere. Yeah, so geht's. Ich sehe süß aus. Machst du Witze? Hey, hör auf damit. Lass mich nicht die Pfeife benutzen. Was soll das? Okay, wir laufen auf der Stelle. Na los. Nein, ich laufe nicht. Ah, ich weiß. Schau mal, was ich habe. Setz die auf. Was ist los? Was passiert hier? Gib mir eine Sekunde. Und los. Das ändert alles. Was für ein goldener Sandstrand. Ich wusste, das gefällt dir. Meine Arbeit ist getan. Juhu! Nichts kann mich bremsen. Warte, nein! Au! Vielleicht war das doch keine gute Idee. Ich gehe lieber. Ein neuer Tag zum Geldverdienen. Ich lasse nicht jeden in die Klasse. Bleib da stehen. Weißt du nicht, wer ich bin? Warte, bis Vater davon erfährt. Darüber wird er nicht erfreut sein. Okay. Thank you. Oh, ist nur Kleingeld. Das lasse ich einfach liegen. Oh, reiche Kinder. Die Wache ist unheimlich. Sie macht mir Angst. Okay, los, jetzt. Ich schaff das. Einfach normal verhalten. Stopp. Ist das Ding sicher? War klar, dass es das anzeigt. Nein, du kommst hier nicht rein. Hau ab. Du bist arm. Och, musst ja nicht gleich so gemein sein. Was zum... Oh! Autsch, das tat weh. Worauf bin ich gelandet? Hä? Sind das Diamanten? Wow, das sind Diamanten. Fällt Ihnen eine Veränderung an mir auf? Vielleicht ein bisschen Glitzer? Also, darf ich jetzt rein? Ich lasse das den Scanner entscheiden. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Hä? Da steht reich. Das verstehe ich nicht. Aber der Scanner lügt nicht. Geh rein. Wirklich? Ich meine, alles klar. Ich bereite mich auf den Unterricht vor und hole meine Bücher raus. Mal sehen, was heute drankommt. Hoffe, was Interessantes. Oh gut, ich bin pünktlich. Der Jet musste zum Tanken zwischenlanden. Können wir endlich anfangen? Ich habe einen Tisch reserviert. Wow, was für ein cooles Notizbuch. Ich weiß, ist was Besonderes. Aber warte, bis du das siehst. Nein, unmöglich. Check mal mein Handy. Unfassbar, was ich da sehe. Ich möchte es anfassen. Oh nein. Ziemlich cool, was? Heute bin ich in Cupcake-Stimmung. Das kommt auf mein Notizbuch. Sieht fantastisch aus. Ist okay, neidisch zu sein. Mein Notizbuch ist langweilig. So schöne Dinge kann ich mir nie leisten. Oh, das Leben ist ungerecht. Warte mal. Ich weiß, was ich mache. Zuerst schneide ich die Bilder aus. Das macht Appetit. Okay, das ist das Letzte. Jetzt geht's weiter. Ich hätte mich mal ans Rezept halten sollen. Achtung, ich komme. Ich darf doch. Ich muss nur das Richtige finden. Aha, danach habe ich gesucht. Nein, nicht das Croissant. Ich brauche das Backpapier. Jetzt ganz vorsichtig. Er darf mich nicht erwischen. Das perfekte Verbrechen. Noch ein bisschen weiter. Ich habe das Backpapier in Quadrate geschnitten. Auf die lege ich die Bilder. Die überklebe ich jetzt mit Tape. Das muss glatt drauf. Ich will keine Falten haben. Jetzt schneide ich die aus. Das mache ich ganz vorsichtig. Ich muss dem Umriss folgen. Sieht gut aus. Jetzt ziehe ich das Backpapier ab und klebe das auf mein Notizbuch.
Sieht gut aus. Das mache ich auch mit den anderen. Wow, sieht schon viel besser aus. Darf die Pizza nicht vergessen. Hey, Alex, guck dir das mal an. Was? Die Farben, die Bilder. Wow, gefällt mir. Das freut mich wirklich. Was ist das für eine Brühe? Hi, ich nehme eine Schüssel davon. Ach. Dafür war ich in der Kochschule. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ich nenne das grünes Zeug. Hier, bitte sehr. Ist ein bisschen schleimig. Warte kurz. Lassen Sie sich Zeit. Runter von meiner Kelle. Wer braucht schon eine Schüssel? Hab's. Genieß es. Guck dir das an. Gratis Essen. Das esse ich auf keinen Fall. Ich bestell was. Das sieht gut aus. Durch die Klumpen hat man was zum Beißen. Lecker. Ich hau gleich rein. Das ist total ekelhaft. Wie können Sie das nur essen? Butler? Ah, das ist besser. Danke, Butler. Ich bevorzuge die köstlichen Dinge des Lebens und nichts ist besser als frisches Sushi. Das sieht köstlich aus. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Warte, was ist das für ein Summen? Das ist eine Fliege und die sitzt auf meinem Sushi. Was soll ich tun? Alles ist ruiniert. Ich muss kotzen. Ist doch keine große Sache. Ist nur eine Fliege. Hey, Alex. Kann ich das haben? Bedien dich. Hoffe, dir geht's besser. Hau ab, Fliege. Schick. Das ist echt gut. Unfassbar, dass ich auf dem Boden sitzen muss. So kann ich kaum arbeiten. Hä? Regnet das Geld? Was ist hier los? Und sie haben mir einen Diamanten gegeben. Nur ein. Unglaublich, oder? Der Unterricht fängt gleich an. Oh, auf die Sekunde genau. Oh, ich muss los. Wir quatschen später. Wo willst du hin? Bleib da stehen. Was gibt's für ein Problem? Lass dich mal anschauen. Ich habe keine Zeit für sowas. Das habe ich mir gedacht. Du trägst kein Hemd. Das werden wir ja noch sehen. Vater, schick den Hubschrauber sofort. Oh, was ist hier los? Ist das eine Entführung? Rette sich, wer kann. Oh, eine Sonderlieferung. Danke, Leute. Genau, was ich brauche. Dann lege ich's mal an. Das sollte reichen. Ich steck's nur noch rein. Das soll ja auch gut aussehen. Ha, das tue ich immer. It's Showtime. Kann ich jetzt im Unterricht? Schauen wir mal. Oh, viel besser. Du erfüllst die Anforderungen. Entschuldige die Unannehmlichkeiten. Oh, vielen Dank. Und was mache ich? Vielleicht kann ich mein T-Shirt verstecken. Bleib stehen. Ich muss dein Outfit sehen. Hör auf, dich zu bewegen. Ich mag dieses Spiel. Still, still. Es reicht. Tada. Netter Versuch. Aber ich will zum Unterricht. Hey, ich habe eine Idee. Ich schneide ein Blatt so zurecht. Das lege ich um meinen Hals. Und ich habe einen niedlichen Kragen. Los geht's. Wow, ich bin beeindruckt. Das ist ein schöner weißer Kragen. Geh rein. Danke. Guck dir das an, Alex. Ziemlich schick, was? Ich ziehe italienische Seide dem Papier vor. Aber ich mache meine eigenen Regeln. Ich trage keinen Kragen. Das gehört in den Müll. Wirklich? Ich hol besser was zum Schreiben raus. Oh, ganz vergessen. Dann muss ich wohl das nehmen. Modisch und praktisch. Ich wette, dein Hemd kann das nicht. Oh, puh. Das ist schwer. Und so viel zu lernen. Erzähl mir was Neues. Ich kapiere nichts davon. Das macht alles keinen Sinn. Überall liegen Blätter rum. Ich muss mich besser organisieren. Dann fange ich mal an. So machst du das? Ich nutze lieber das hier. Hä? Was ist das? Hä? Schau es dir an. Ich steck das Blatt hier rein. Dann drehe ich den Griff. Und das Blatt wird geschreddert. Geht schnell und einfach. Wow, das ist fantastisch. Ich hätte auch gerne einen Schredder. Ich weiß, ich habe einen Schredder. Die machen das genauso gut.
Und das fühlt sich gut an. Alles erledigt. Aber auf meinem Tisch türmt sich immer noch ein riesiger Papierberg. Das ist echt interessant. Wow, jemand hat seine Limo stehen lassen. Und in der Dose ist noch was drin. Träum ich? Die werde ich genießen. Oh ja, die schmeckt noch frisch. Das ist voll lustig. Hey, das sind echt viele Snacks. Ich kann nicht erst nur mein Telefon halten. Ich stell's hier hin. Na los. Brauchst du Hilfe? Schon gut, ich hab's gleich. Bist du dir da sicher? Ist schwer mit anzusehen. Ich weiß, was zu tun ist. Ich mache eine Delle in die Dose. Versuch's damit. Wow, fantastisch. Das ist perfekt. Du bist ein Genie. Chips? Heute schmeiße ich eine Party. Das wird der Hammer. Oh. Hi, Mädels. Aus dem Weg, Loser. Oh. Die haben mich voll übersehen. Wo ist meine Brille? Hallo? Kann mir jemand helfen? Was ist das für ein Licht? Gehört sie dir? Warte kurz. Oh. Jetzt nimm sie schon wieder. Oh. Kaum zu glauben, dass ich das gehalten habe. Ich muss meine Hände desinfizieren. Schon besser. Wow, hey Leute. Ellie, lasst uns ein Foto machen. Selfie. Oh, ihr seid wirklich die Besten. Hä? Was ist das? Ein Helikopter? Wer ist das? Danke fürs Abholen. Ich liebe Übertreibungen. Echt anstrengend, so reich zu sein. Die Stunde ist so öde. Hey, aufpassen! Wir schreiben einen Mathe-Test. Ich zähle nur Geld, sonst nichts. Mir egal, ich bin beschäftigt. Ich habe so viel für diesen Test gelernt. Stell die Gespräche ein. Hier ist der Test. Dann mal los! Ich bezahle Leute, Tests für mich zu schreiben. Oh, darauf freue ich mich. Geld regiert die Welt. Oh, bestanden. Danke. Ich danke dir für mein neues Auto. Ich mach die Fliege. Das war knifflig, aber ich hab's geschafft. Fertig. Das war mir jeden Cent wert. Hey, Frau Lehrerin, den können Sie wieder haben. Dankeschön. Was für eine Zeitverschwendung. Okay, ich habe eure Tests korrigiert. Ich bin beeindruckt, Essie. Wow, eine 1 plus. Ja, danke. Eine 3? Aber wie? Hey, wofür bezahle ich dich eigentlich? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ach, so ein Ärgernis. Hallo, Papi, ich brauche einen neuen Nerd. Die gehören in meinen Spind. Ich könnte ein Schloss gebrauchen. Hä? Ein geheimes Zimmer? Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich schaue mich besser mal um. Wow, so viel Platz. Oh, das sieht gemütlich aus. Endlich ein ruhiger Ort zum Lesen und Lernen. Wow, das ist mir neu. Ich sollte öfters kommen. Wow. Hi, Ellie. Oh, wieso? Als ob ich mit Justin reden würde. Ich kapiere gar nichts davon. Ich brauche Zeit für mich. Gut, dass ich einen exklusiven Ort zum Abhängen habe. Man braucht eine goldene Kreditkarte dafür. Das ist mehr mein Ding. Ach, mein Rückzugsort. Zeit für etwas Spaß. Oh, das sieht interessant aus. Wow, das ist so realistisch. Was für ein Tag. Ich muss mich erholen. Das sind die neuesten Sicherheitsstandards. Man kann nie vorsichtig genug sein. Oh, endlich sind Sie da. Setzen Sie sich. Ich hasse es, wenn Bedienstete mit mir sprechen. Ich möchte verwöhnt werden. Okay, ich beginne mit dem Auftragen der Gesichtsmaske. Das ist die teuerste Maske auf dem Markt. Sie besteht aus Blattgold. Ihre Haut wird danach wie ein Goldnugget strahlen. Was lustig ist, denn genauso viel kostet die Maske. Deine Bezahlung. Ich liebe meinen Job. Wieso bist du noch hier? Ach, was für ein Leben.
Ich weiß nicht, was ich essen soll. Die Auswahl hier ist riesengroß. Aber Papi, ich will ein Einhorn. Hey, hier drüben. Das bringe ich Ihnen sofort. Besser ist es für dich. Hier, Ihr Gericht. Bon Appetit. Wieso muss ich neben ihr sitzen? Oh, so geht das nicht. Bedienung? Danke. Alles ist so armselig. Oh, das ist perfekt. Ihr Gericht, Ma'am? Ich habe einen verwöhnten Gaumen. Exzellent. Das ist nicht für jedermann. Was? Hey, du, da drüben. Ihr Geld, Madame. So lecker. Was? Das glaube ich nicht. Oh, Gold. So gut. Oh, die beiden haben einen Vogel. Ich bin so hungrig. Ich brauche was zwischen die Beißer. Nur was? Hier gibt's irgendwie nichts. Oh, ich hab's. Die Farbe steht mir. Möge die Jagd beginnen. Aha. Groß und schleimig. Das ist wie Fast Food. Das war einfach. Was für ein Schmaus. Ich liebe Spinnen. Was? Ach ja, die zwei habe ich ja voll vergessen. Ich muss mir einen neuen Job suchen. Was war das? Ich habe so gut geschlafen. Ich sollte mich fertig machen. Kein Wasser? Wie soll ich mich ohne Wasser waschen? Immerhin kann ich noch Zähne putzen. Wer braucht schon eine Zahnbürste? Minz frisch. Okay. Das sollte reichen. Was soll ich anziehen? Okay, das ist süß. Naja, das muss mir reichen. Nein, nein, die Yacht ist viel zu klein. Guten Morgen. Oh, ach ja. Da muss ich mir etwas Besseres einfallen lassen. Wow, ich bin so gut. Hey, aufwachen! Wuhu! Oh, dem wird sie nicht widerstehen können. Gold. Welch wundervoller Traum. Exzellente Arbeit, wie immer. Ich mache nur meinen Job. Bye. Schon morgen? Wo ist mein Make-up-Handy? Hallo? Ich brauche deine Hilfe. Was kann ich für sie tun? Ich muss gut aussehen. Du musst mir einen Look schminken. Das wird sie etwas kosten. Wo ist mein Geld? Na gut. Hier. Echt jetzt? Auf keinen Fall. Alles muss man selber machen. Das ist so öde. Okay, ich denke, wir können loslegen. Hey, wacht auf! Unser erster Absolvent ist Cheryl. Ach, meine lieben Fans. Du hast die Schule nur geschafft, weil dein Vater uns einen Pool gekauft hat. Glückwunsch! Wieso fasst du mich an, Igitt? Das gefällt mir nicht. Ich gehe. Macht Lärm für Cheryl. Nun kommt Ellie. Sag dem Fotograf, er soll mich von meiner Schokoladenseite ablichten. Hier ist dein Zeugnis. Ja, yeah, geschafft! Meine Glückwünsche. Selfie! Das ist süß.
Okay, runter von der Bühne. Und zuletzt kommt Essie. Ich bin so glücklich. Uhu. Uhu. Hier ist Papier. Ist das alles? Oh, ich habe mir vorgenommen, nicht zu weinen. Komm her, du. Okay, reiß dich zusammen, Kevin. Das hast du verdient, Essie. Wow, ein Stipendium. Wow, yeah. Du bist die Beste, Essie. Das ist der beste Tag meines Lebens. Hallo, du. Redest du mit mir? Hallo. Hast du Durst? Oh ja, danke. Oh, das war zwar nicht, was ich gemeint habe, aber Wasser ist Wasser. Kostenlose Dusche, richtig? Mann, das war witzig. Ich hole mir später noch ein Wasser. Pass auf die... Ah! Blöde Bananenschale. Ah, was ist mit dem ganzen Müll? Bin ich arm? Welches? Wie das wohl schmeckt? Oh, so lecker. So schokoladig. Was soll das? Oh Gott. Sorry, muss geträumt haben. Klingt so, als könntest du so eine gebrauchen. Hier. Danke. Oh, wie eklig. Was ist das? Suppe? Die muss 100 Grad warm sein. Kein Wunder, dass sie so schlecht schmeckt. Hey, ich weiß. Hast du warme Limo? Gieß sie in einen Becher und steck ein Eisstäbchen rein. Sobald es gefroren ist, zieh das Ding raus. Wow, jetzt ist die Limo eiskalt. Viel besser als normale Limo. Dieses Haar ist bereit für den Unterricht. Und wo sind die Bücher? Aha! Ich brauche heute wirklich viel. Was habe ich vergessen? Wo ist meine Federtasche? Ich könnte schwören, sie liegt hier irgendwo. Her, du dumme Maus! Ich brauche die wirklich, okay? Gah! Unfassbar! Hey, eine alte Chipsdose. Damit kann ich was anfangen. Mach Heißkleber entlang der Seiten drauf, etwa so. Dann im Zickzack. Drehe die Dose jetzt auf den Kopf. Und trage Kleber entlang der unteren Kante auf. Und vergesst die Mitte nicht. Ein kreuz- und quer verlaufendes Muster ist gut. So, drehe jetzt das ganze Ding um und hol die Dose raus. Klebe das Ober- und Unterteil auf. Und dann den Reißverschluss drauf. Federtasche, wer möchte? Wow, ich bin handwerklich begabt, wenn es darauf ankommt. Aber ich will nicht zu spät kommen. Schön. Okay, wer ist als nächstes dran? Hallo. Kannst du lächeln? Toll, danke. Tschüss. Igitt. Schon mal was von Zahnarzt gehört? Hä? Oh, die sehen schlimm aus, hä? Los, werdet sauber. Was soll ich damit anfangen? Das ist so peinlich. Hey, ich habe eine Idee. Schneide Wachspapier rechteckig zu. Dann mach Zahnpasta in die Mitte. Das sieht ziemlich gut aus. Nun streu Backpulver drüber. Danach verteile es mit deinem Finger. Jetzt ist es fertig. Klebe das einfach direkt auf deine Zähne. Und jetzt warten wir. Nach 20 Minuten nimmst du das Papier wieder ab. Oh, schau dir diese perlweißen Zähne an. Gut gemacht.
Lächle schön breit, okay? Warte, heute ist nicht Elvis Geburtstag? Unglaublich, dass ich den vergessen habe. Ich habe hier irgendwo ein Geschenk. Oh, definitiv nicht hier drin. Das hier? Nee. Ein Strandball? Nee. Luftpolsterfolie? Na klar, die ist super vielseitig. Also, was kann ich damit machen? Oh ja. Schneide ein kleines Quadrat aus. Dann nimm Farbe, um oben einen Rand zu machen. Mach ihn so gerade wie möglich. Mach jetzt weiter mit Reihen. Ist das Teil nicht cool? Ist das Ava? Hey, alles Gute zum Geburtstag. Ich habe dir was ganz Besonderes gemacht. Danke, das macht so viel Spaß. Das beschäftigt mich für Stunden. Ich bin so froh, dass es dir gefällt. Ich liebe meine beste Freundin. Das ist genau meine Mucke. Die Sonne fühlt sich toll an, oder? Was liest du da? Das ist aber ein schickes Teil. Da hat jemand Juwelen im Kopf. Bin gleich zurück. Hallo, haben Sie sowas? Sie haben Glück. Wie gefällt dieser Ihnen? Oh, ich weiß nicht, ob ich den bezahlen kann. Dieser? Noch teurer. Und was ist mit diesem? Oh Mann. Warten Sie kurz. Hilfe, was soll ich tun? Ja! Siehst du diesen Marker? Nutze einen Klebestift, um ein lustiges Design zu machen. Mach weiter und achte darauf, dass du rundum gehst. Zieh es ab, sobald es trocken ist. Wow! Was? Wähle eine Hand. Die hier. Okay, die hier. Tada! Ist der für mich? Der ist so einzigartig. Ein echter Ring und er gehört mir. Das brauche ich nicht mehr. Ich liebe ihn. Meine Nägel selbst zu machen nervt. Aber ich kann mir keine Maniküre leisten. Was ist das? 2 Euro? Das kann ich mir definitiv leisten. Hallo? Kann ich dir helfen? Sag du's mir. Was für eine Monstrosität. Ich fürchte, das wird dich etwas kosten. Was willst du? Die Preise sind unverschämt. Ich fürchte, das ist alles, was ich habe. Nicht viel, siehst du? Oh, Schätzchen, dann werden es Klebepistolennägel. Die nehme ich. Zuerst lege etwas Wachspapier aus. Mache einen Kreis mit dem Kleber. Dann lege ein weiteres Stück oben drauf und drücke es mit einem Bügeleisen an. Sobald das erledigt ist, nimm das Blatt runter und skizziere deine Hand auf dem Kleber. Versuche, die ganze Hand zu erwischen. Siehst du, wie die Nägel umrissen sind? Lackiere sie jetzt, wie du es normalerweise tun würdest. Rot war eine gute Wahl. Ziehe dann die Nägel ab. Und sie sitzen perfekt. Siehst du? Sie sind wunderbar. Natürlich sind sie das. Ein neuer Tag zum Geld verdienen. Ich lasse nicht jeden in die Klasse. Bleib da stehen. Weißt du nicht, wer ich bin? Warte, bis Vater davon erfährt. Darüber wird er nicht erfreut sein. Okay. Thank you. Oh, ist nur Kleingeld. Das lasse ich einfach liegen. Oh, reiche Kinder. Die Wache ist unheimlich. Sie macht mir Angst. Okay, los, jetzt. Ich schaff das. Einfach normal verhalten. Stopp. Ist das Ding sicher? War klar, dass es das anzeigt. Nein, du kommst hier nicht rein. Hau ab. Du bist arm. Ach, musst ja nicht gleich so gemein sein. Was zum... Oh!
Autsch, das tat weh. Worauf bin ich gelandet? Hä? Sind das Diamanten? Wow, das sind Diamanten. Fällt Ihnen eine Veränderung an mir auf? Vielleicht ein bisschen Glitzer? Also, darf ich jetzt rein? Ich lasse das den Scanner entscheiden. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Hä? Da steht reich. Das verstehe ich nicht. Aber der Scanner lügt nicht. Geh rein. Wirklich? Ich meine, alles klar. Ich bereite mich auf den Unterricht vor und hole meine Bücher raus. Mal sehen, was heute drankommt. Hoffe, was Interessantes. Oh gut, ich bin pünktlich. Der Jet musste zum Tanken zwischenlanden. Können wir endlich anfangen? Ich habe einen Tisch reserviert. Wow, was für ein cooles Notizbuch. Ich weiß, ist was Besonderes. Aber warte, bis du das siehst. Nein, unmöglich. Check mal mein Handy. Unfassbar, was ich da sehe. Ich möchte es anfassen. Oh nein. Ziemlich cool, was? Heute bin ich in Cupcake-Stimmung. Das kommt auf mein Notizbuch. Sieht fantastisch aus. Ist okay, neidisch zu sein. Mein Notizbuch ist langweilig. So schöne Dinge kann ich mir nie leisten. Oh, das Leben ist ungerecht. Warte mal. Ich weiß, was ich mache. Zuerst schneide ich die Bilder aus. Hm, das macht Appetit. Okay, das ist das Letzte. Jetzt geht's weiter. Ich hätte mich mal ans Rezept halten sollen. Achtung, ich komme. Ich darf doch. Ich muss nur das Richtige finden. Aha, danach habe ich gesucht. Nein, nicht das Croissant. Ich brauche das Backpapier. Jetzt ganz vorsichtig. Er darf mich nicht erwischen. Das perfekte Verbrechen. Noch ein bisschen weiter. Ich habe das Backpapier in Quadrate geschnitten. Auf die lege ich die Bilder. Die überklebe ich jetzt mit Tape. Das muss glatt drauf. Ich will keine Falten haben. Jetzt schneide ich die aus. Das mache ich ganz vorsichtig. Ich muss dem Umriss folgen. Sieht gut aus. Jetzt ziehe ich das Backpapier ab. Und klebe das auf mein Notizbuch. Sieht gut aus. Das mache ich auch mit den anderen. Wow, sieht schon viel besser aus. Darf die Pizza nicht vergessen. Hey Alex, guck dir das mal an. Was? Die Farben, die Bilder. Wow, gefällt mir. Das freut mich wirklich. Was ist das für eine Brühe? Hi, ich nehme eine Schüssel. Davon. Ach. Dafür war ich in der Kochschule. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ich nenne das grünes Zeug. Hier, bitte sehr. Ist ein bisschen schleimig. Warte kurz. Lassen Sie sich Zeit. Runter von meiner Kelle. Wer braucht schon eine Schüssel? Hab's. Genieß es. Guck dir das an. Gratis Essen. Das esse ich auf keinen Fall. Ich bestell was. Mh, das sieht gut aus. Durch die Klumpen hat man was zum Beißen. Lecker. Ich hau gleich rein. Das ist total ekelhaft. Wie können Sie das nur essen? Butler? Ah, das ist besser. Danke, Butler. Ich bevorzuge die köstlichen Dinge des Lebens und nichts ist besser als frisches Sushi. Das sieht köstlich aus. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Warte, was ist das für ein Summen? Das ist eine Fliege und die sitzt auf meinem Sushi. Was soll ich tun? Alles ist ruiniert. Ich muss kotzen. Ist doch keine große Sache. Ist nur eine Fliege. Hey Alex, kann ich das haben? Bedien dich. Hoffe, dir geht's besser. Hau ab, Fliege. Mh, schick. Das ist echt gut. Unfassbar, dass ich auf dem Boden sitzen muss. So kann ich kaum arbeiten. Hä? Regnet das Geld? Was ist hier los? Und sie haben mir einen Diamanten gegeben. Nur ein. Unglaublich, oder? Der Unterricht fängt gleich an. Oh, auf die Sekunde genau. Oh, ich muss los. Wir quatschen später. Wo willst du hin? Bleib da stehen. Was gibt's für ein Problem? Lass dich mal anschauen. Ich habe keine Zeit für sowas. Das habe ich mir gedacht. Du trägst kein Hemd. Das werden wir ja noch sehen. Vater, schick den Hubschrauber sofort. Oh, was ist hier los? Ist das eine Entführung? Halte sich, wer kann. Oh, eine Sonderlieferung.
Danke, Leute. Genau, was ich brauche. Dann lege ich's mal an. Das sollte reichen. Ich steck's nur noch rein. Das soll ja auch gut aussehen. Ha, das tue ich immer. It's Showtime. Kann ich jetzt im Unterricht? Schauen wir mal. Oh, viel besser. Du erfüllst die Anforderungen. Entschuldige die Unannehmlichkeiten. Oh, vielen Dank. Und was mache ich? Vielleicht kann ich mein T-Shirt verstecken. Bleib stehen. Ich muss dein Outfit sehen. Hör auf, dich zu bewegen. Ich mag dieses Spiel. Still, still. Es reicht. Tada. Netter Versuch. Aber ich will zum Unterricht. Hey, ich habe eine Idee. Ich schneide ein Blatt so zurecht. Das lege ich um meinen Hals. Und ich habe einen niedlichen Kragen. Los geht's. Wow, ich bin beeindruckt. Das ist ein schöner weißer Kragen. Geh rein. Danke. Guck dir das an, Alex. Ziemlich schick, was? Ich ziehe italienische Seide dem Papier vor. Aber ich mache meine eigenen Regeln. Ich trage keinen Kragen. Das gehört in den Müll. Wirklich? Ich hol besser was zum Schreiben raus. Oh, ganz vergessen. Dann muss ich wohl das nehmen. Modisch und praktisch. Ich wette, dein Hemd kann das nicht. Oh, puh. Das ist schwer. Und so viel zu lernen. Erzähl mir was Neues. Ich kapier nichts davon. Das macht alles keinen Sinn. Überall liegen Blätter rum. Ich muss mich besser organisieren. Dann fange ich mal an. So machst du das? Ich nutze lieber das hier. Hä? Was ist das? Hä? Schau es dir an. Ich stecke das Blatt hier rein. Dann drehe ich den Griff. Und das Blatt wird geschreddert. Geht schnell und einfach. Wow, das ist fantastisch. Ich hätte auch gerne einen Schredder. Ich weiß, ich habe einen Schredder. Die machen das genauso gut. Und das fühlt sich gut an. Alles erledigt. Aber auf meinem Tisch türmt sich immer noch ein riesiger Papierberg. Das ist echt interessant. Wow, jemand hat seine Limo stehen lassen. Und in der Dose ist noch was drin. Träum ich? Die werde ich genießen. Oh ja, die schmeckt noch frisch. Das ist voll lustig. Hey, das sind echt viele Snacks. Ich kann nicht erst nur mein Telefon halten. Ich stell's hier hin. Na los. Brauchst du Hilfe? Schon gut, ich hab's gleich. Bist du dir da sicher? Ist schwer mit anzusehen. Ich weiß, was zu tun ist. Ich mache eine Delle in die Dose. Versuch's damit. Wow, fantastisch. Das ist perfekt. Du bist ein Genie. Chips? Zeit für einen Snack. Warum muss ich neben der sitzen? Wow. Ich weiß, ist ziemlich cool. Aber du hast noch nichts gesehen. Ich stecke meinen Finger hier rein. Dann den Knopf drücken und ich habe schöne Nägel. Sieht gut aus, stimmt's? Wahnsinn. Fantastisch. Du bist so schick. Ich weiß, ich mache noch die anderen Nägel. Vielleicht kann ich sowas auch mit meinen Nägeln machen. Ich brauche dafür etwas Modellierton. Ich knete den durch und mache einen Ball. Den forme ich dann. Ich bringe den in eine quadratische Form. Jetzt brauche ich grauen Ton. Den rolle ich zu einer Wurst. So müsste es gehen. Jetzt wickle ich den um den blauen Ton. Ich drücke alles zusammen. Jetzt mache ich ein Gesicht. Sieht niedlich aus, was? Ich mache noch mehr niedliche Gesichter. Das sind meine Lieblingscharaktere. Warum extra ins Nagelstudio gehen? Schau sie dir an. Ja, und guck dir meine Nägel an. Wow, wie hast du die gemacht? Mein Bild braucht noch einen Farbtupfer. Oh, das sieht nicht gut aus. Aua, das tat weh. Upsi, mein Versehen. Hey Mia, vielleicht muntert dich das auf. Ich weiß, dass du Hunde magst. Wuff, wuff. Wow, lass mal sehen. Der ist ja niedlich. Hey, kann ich den haben? Bitte. Was? Nein. Du darfst gucken, aber nicht anfassen. Oh, wie frustrierend. Ich bekomme nie die schönen Sachen. Schätze, ich muss für meine eigene Bespaßung sorgen. Und dafür habe ich buntes Papier in Streifen geschnitten. Dann falte ich die übereinander. Und so baue ich Schicht für Schicht auf. Dadurch wechsle ich die Farbe automatisch. Das ist voll entspannend. Ist wie Origami.
Ich bin fast fertig. Nur noch ein paar Faltungen. Das war's. Wow, guck dir das an. Ja, das sieht gut aus. Naja, ich habe noch mehr Hunde. Siehst du, ich bin ein Tierliebhaber. Kein Problem. Ich habe die Form einer Katze ausgeschnitten. Darauf zeichne ich noch ein Gesicht. Es hat natürlich Schnurrhaare. Oh, das ist so süß. Das klebe ich jetzt aufs gefaltete Papier. Das sind selbstgemachte Fidget-Röhren. Und die sind total lustig. Wow, wie hast du das gemacht? Huh, bleib zurück. Ich habe einen Hund und den hetze ich auf dich. Na, komm doch. Du wirst heulen. Niemals. Nimm das. Beruhigt euch, Klasse. Was zum? Sind wir im Kunstunterricht oder im Tierheim? Ups, cool bleiben. Weg damit. Sie hat angefangen. Hab ich gar nicht. Doch hast du. So ist's besser. Hey, was ist denn das? Die sind ja cool. Grrr, ruhig, Junge. Können wir nicht alle Freunde sein? Ich glaub's nicht. Was macht er da? Zurück an eure Arbeit. Das ist ungerecht. Ich habe den besten Tag. Oh, hey, Miles. Butler, komm her. Hä? Hat er mich nicht gesehen? Oh, ich bin müde. Vielleicht mache ich ein Nickerchen. Ah, da bist du ja. Ihr Frühstück, mein Herr. Hier haben wir knusprige Cornflakes für Sie. Die werden Ihnen schmecken. Und natürlich frische Milch. Guten Appetit, mein Herr. Ew. Soll das ein Witz sein? Huh? Kennst du mich denn gar nicht? Sowas esse ich doch nicht. Natürlich, mein Herr. Was zum? Wo kommt das denn her? Oh, jetzt bin ich wach. Und was ist da drüben los? Ich weiß, wie wir das beheben können. Wie wär's mit etwas Süßem? Hä? Das sind Gummibärchen. Ich mag Süßigkeiten. Ich will. Ausgezeichnete Wahl, mein Herr. Die geben ihrem Müsli den gewissen Farbtupfer. Genau, wie ich's mag. Jetzt lass mich in Ruhe. Das sieht schon besser aus. Ich werd's auch gleich probieren. Das ist so gut. Aber ich bin satt. Ich krieg nichts mehr runter. Mein Puppet. Irgendwas stimmt hier nicht. Nee, das ist langweilig. Bin fertig damit. Das sieht interessanter aus. Macht doch keinen Spaß. Butler, komm her. Bitte sehr, mein Herr. Hey, das sieht gut aus. Genau, was ich brauche. Gut gemacht, Butler. Ich brauche noch Kleingeld. Ich probier's mal. Hier stecke ich das Geld rein. Und wenn ich einen Knopf drücke, kommt was Süßes raus. Wow, das ist ja cool. Was macht dieser arme Mensch da? Das ist leer. Das Leben kann nicht gemein sein. Das sind so viele Süßigkeiten und alles gehört mir. Das schmeckt lecker. Das sieht wirklich gut aus. Das bringt mich auf eine Idee. Ich habe die Fleckschachtel rosa angemalt. Da zeichne ich ein Rechteck drauf. Das Lineal ist total nützlich dafür. Und jetzt wird ausgeschnitten. Dann stelle ich eine Klopapierrolle auf die Schachtel und zeichne mit dem Stift drumherum. Ich halte sie fest, damit sie nicht verrutscht. Die hebe ich mir für später auf. Den Kreis schneide ich aus. Jetzt zurück zur Klopapierrolle. Ich habe ein kleines Rechteck eingezeichnet. Und das schneide ich aus. Einfach an den Linien entlang. Perfekt. Jetzt stecke ich die in die Schachtel. Ich achte darauf, dass der ausgeschnittene Teil in der Schachtel steckt. Jetzt drehe ich sie um. Ich habe eine Lasche abgeschnitten. Jetzt zeichne ich ein Quadrat unten links in die Ecke. Das muss nicht groß sein. Das schneide ich auch aus. Ich habe ein Stück Pappe gefaltet und mache auf die Kante Kleber. Ich klebe das dann im Winkel unter die Rolle. Dann brauche ich noch zwei kleine Pappstücke. Die klebe ich neben die Rolle. Die müssen auch schräg sein. Ich habe eine kleine Schachtel aus Pappe gebastelt. Die kommt unter den Schlips. Vorne über das große Rechteck kommt Folie. Ich will, dass es lustig aussieht. Wow, das ist toll geworden. Ich glaube, ich bin fertig. Genau so wollte ich das. Gefällt mir. Wenn ich das Rad drehe, kommt was Süßes raus. Wo hat sie das her? Ich will das haben. Butler, hol mir das. Worauf wartest du noch? Kann ich dir helfen? Du kommst mit. Hab ich eine Wahl? Hallo. Hey, du. charmant. Lieber nicht. Oh, richtig. Also, ich finde dich süß. Ich weiß. Was hast du da? Oh, das. Das ist mein Squishy-Automat. Wow, sieht toll aus. Das ist mein Süßigkeiten-Automat.
Wenn du drauf drückst, bekommst du leckere Bonbons. Ziemlich cool, oder? Ja, in meinem Automaten ist aber nichts drin. Das Einzige, was daran nicht stimmt. Ja, das ist traurig. Aber ich kann dir helfen, Butler. Wow, Squishy-Spielzeug. Die nehme ich. Ich liebe diese kleinen Dinger. Ich auch. Wir können die in den Squishy-Automaten stecken. Du kommst da rein. Gute Idee. Ich nehme den. Mach weiter. Okay, ich schmeiß sie alle rein. Das war der letzte. Jetzt können wir das Rad drehen. Wenn wir es drehen, kommt ein Squishy raus. Wow, das ist ja fantastisch. Was für ein toller Automat. Das ist der beste Tag. Ich weiß, wie er noch besser wird. Was machst du da? Butler, ruf den Sicherheitsdienst. Falscher Alarm, aber bleib in Bereitschaft. Ich muss den Highscore knacken. Ich hab's fast geschafft. Ups. Hey, pass doch auf, wo du hingehst. Du stehst doch im Weg. Oh, wieder ein glorreicher Tag. Oh nein, Hooligans. Keine Schlägerei auf dem Schulgelände. Hört auf damit. Verschwindet jetzt. Nicht nochmal, verstanden? Ich hab gar nichts gemacht. Oh toll, du wieder. Egal, du wirst mir nicht den Tag verderben. Wow, was Süßes. Oh, leer. Wie enttäuschend, aber ich hätte es wissen müssen. Erst an den Lippen, dann auf den Hüften. Aber das ist es wert. Was starrst du so? Alles, was ich will, ist was Süßes. Hey Mia, guck mal. Was ist das? Das ist total schick. Ich weiß. Ist weich und matschig. Wow, hast du das gesehen? Pass auf. Was für ein leckeres Sandwich. Nichts kann diesen Moment zerstören. Was? Wo kommt das denn her? Das war haarscharf. Wo war ich gerade? Oh, ich wurde voll geschleimt. Igitt. War ich das? Wow, das ist so dehnbar. Ist wie ein riesiger Popel. Aber den will ich behalten. Warte mal. Ich habe eine Idee. Meine Handyhülle sieht so aus. Also gestalte ich sie um. Ich schneide den Hals vom Luftballon ab. Ich brauche nur den unteren Teil. So wird's gehen. Jetzt brauche ich den Schleim. Das fühlt sich gut an. Ich dehne und quetsche ihn. Dann rolle ich den zu einem Ball und stecke ihn in den Ballon. Dann zumachen. Ich will ja nicht, dass der Schleim rauskommt. Das sieht gut aus. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich mache Kleber auf die Handyhülle. Wichtig ist, dafür weißen Leim zu nehmen. Ich mache keine bestimmte Form. Nur einen Fleck, der sich über die Hülle erstreckt. So muss das aussehen. Jetzt mache ich da noch Kleber rein. Das ist ziemlich einfach. Muss nur innerhalb der Grenzen bleiben. Aber darf keine Stelle verpassen. Bevor der Kleber fest wird, drücke ich den Luftballon drauf. Und schon habe ich eine lustige Handyhülle. Das fühlt sich toll an. Wow, hast du das gemacht? Komm rüber. Oh, wie cool. Es passiert wirklich. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Willst du Bonbons oder Chips? Ich nehme die Chips. Scheint mir ein fairer Tausch zu sein. Wow, das ist cool. Ja, ja, ich habe Chips. Besser geht's nicht mehr. Meine Lieblingssorte, die könnte ich jeden Tag essen. Was machst du da? Ich teste, wie stark ich quetschen muss. Nein, mach das nicht. Oh nein, das war ein schrecklicher Fehler. Was? Was ist das? Oh, ich wurde voll geschleimt. Sorry, aber das war Miles. Kartoffelchip? Warum nicht? Ich mag Chips. Vielleicht seid ihr Kinder doch nicht so übel. Das ist für dich? Oh, als Papi sagte, er würde mir ein Auto kaufen, dachte ich eigentlich an was Größeres. Aber das hier macht auch Spaß. Brumm, brumm. Was für ein schöner Tag. Oh, hier ist eine gute Stelle. Perfekt, um Mutter Natur zu bewundern. Oh, tut gut, sich eine Auszeit vom Alltag zu nehmen. Oh, cool. Peng, peng. Oh, wow. Was für ein cooles Auto. Hey, komm wieder her. Oh, was ist denn das? Eine Becherpyramide. Wäre schade, wenn die jemand einwerfen würde. Challenge accepted. Juhu. Guck dir das an. Oh, mein Kopf. Ich hasse Umweltverschmutzung. Warte mal. Ich glaube, den kann ich gebrauchen. An die Arbeit. Wird Zeit, kreativ zu werden. Das gefällt mir. Ich male zuerst Augen auf den Becher. Das erste ist fertig. Jetzt zum zweiten.
Okay, dann kommt die Nase. Das wird süß aussehen. Und dann natürlich noch der Mund. So ein glücklicher Becher. Jetzt noch rosige Wangen drauf. Und dann Schnurrhaare. Den stelle ich erstmal zur Seite. Ich habe Hasenohren aus Pappe ausgeschnitten. Die klebe ich an den Becher. Aber das war's noch nicht. Ich trage Kleber auf einen Limonadendeckel auf. Da kommt ein zweiter Deckel drauf. Jetzt brauche ich einen Gummi. Ich lege den um die Deckel. Genau so. Und mit Klebeband fixiere ich den. Ich will ja nicht, dass der abfällt. Das scheint gut zu halten. Jetzt mache ich zwei Schnitte in die Seite des Bechers. Das gleiche auf der anderen Seite. Kleine Schnitte reichen aus. Das rolle ich etwas auf. Dann kommen die Limo-Deckel. Ich ziehe den Gummi über das Aufgerollte. Wichtig ist, dass die Deckel im Becher sind. Jetzt drehe ich sie ein. Ich mache das schön straff. Und fertig. Ich habe noch einen zweiten Hasenbecher gemacht. Wow, guck sie dir an. Moment mal, sind das Hasen? Oh mein Gott, sie sind ja süß. Dieses Auto ist sowas von out. Oh, hey. Wie geht's? Kann ich den mal sehen? Oh, ist ja nur ein Becher. Hm, der braucht etwas Glanz. Ich weiß, was zu tun ist. Was? Ist das Goldstaub? Mein Häschen sieht so langweilig aus. Komm schon. Wie hast du das gemacht? Nicht wichtig. Machen wir ein Wetthoppeln. Fertig? Los! Los, Häschen, los! Guck sie dir an. Ich gewinne. Nein, auf keinen Fall. Warte mal. Stopp. Das ist der beste Tag aller Zeiten. Unfassbar. Ich habe das Auto. Das ist so cool. Es ist wunderschön. Ich war noch nie so glücklich. Bleib cool und dann weg hier. Ist hier irgendwas Gutes drin? Volltreffer. Und ein frisches Exemplar. Mami wird heute Abend dinieren. Hast du was Kleingeld übrig? Wie wär's mit dem Apfel? Bis später. Was für eine großzügige Seele. Dieser 10-Dollar-Cupcake ist göttlich. Beschmutz mich nicht mit deinem Gestank. Du hast Hunger, hä? Huh? Hier, denkst du? Als ob ich mein Essen an dich verschwende, Loser. Ach, das Straßenleben. Das war's. Zeit, diesem Mädchen eine Lektion zu erteilen. Reich wird arm und arm wird reich. Hä? Was ist hier los? Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Das gilt nur für dich. Meine Arbeit ist getan. Auf Wiedersehen. Ich langweile mich hier zu Tode. Ich könnte einen Snack vertragen. Butler? Hallo? Ich sagte, hallo? Bin wohl auf mich allein gestellt. Moment, ist das ein Kühlschrank? Mein Glück kommt wieder. Klopf, klopf. Ich kann doch dieses Zeug nicht essen. Wer hat das überhaupt hier reingestellt? Das ist praktisch schon vergammelt. Ich könnte noch daran knabbern. Ach, ich verliere wohl meinen Verstand. Ach. Okay. Wo ist das hin? Ah! Maus! Und sie hat meinen Müll geklaut. Gut, dass ich hier noch mehr drin habe. Oh, bitte gib mir was zu essen. Ich sterb noch hier draußen. Yep, nichts drin. Vielleicht, wenn ich es mir ganz doll wünsche... Immer noch nichts. Nur zur Kontrolle? Ich habe keine andere Wahl. Das tue ich normalerweise auf Pommes. Aber heute ist es ein Getränk. Ein sehr warmes Getränk. Nein, nicht aufmachen. Gibt's hier irgendwas zu essen? Du gehörst mir allein. Yes! Ah, was ist hier los? Das hört gar nicht mehr auf zu klingeln. Oh Gott! Wer ist da? Alles für mich? Na, daran könnte ich mich gewöhnen.
Ich liebe Äpfel. Sehe ich okay aus? Meine Füße könnten ruhig etwas Hilfe gebrauchen. Gibt's hier irgendwo Ersatzsocken? Ich höre, du brauchst Schuhe. Nimm die. Danke, Müllmann. Ist da noch irgendwas Sauberes drin? Die Maus! Die sind wohl besser als gar nichts. So viel Dreck, als ob der daran festklebt. Primitives Leben ist einfach nichts für mich. Dieses Zeug könnte meinen Tag retten. Nagellackentferner entfernt auch Flecken. Etwas davon auf ein Wattepad gießen und dann die schmutzige Oberfläche abreiben. Weiter so, fast geschafft. So gut wie neu. Und super süß. Tada! Ah! Könntest du mir auch mit denen hier helfen? Da bist du auf dich gestellt. Oh, ich habe die letzte Nacht echt gut geschlafen. Nein! Bitte sag mir, dass das keine Kacke ist. Warum passiert mir das immer? Hey! Als ob es nicht schon schlimm genug wäre. Das kann nicht gesund sein. Irgendwas Gutes hier drin? Da sehe ich doch einen kleinen Snack. Mmh. Hey! Dieser Vogel ruiniert mein Leben. Dafür muss er dann wohl büßen. Was Leckeres zu essen ist schon fertig. Ist es denn schon morgen? Das Licht leuchtet hier wirklich schön. Ist das mein Frühstück? Danke, ich bin auch richtig hungrig. Möchtest du Servietten? Okay, was immer du willst. Aber versuchen wir es so. Das war peinlich. Danke. Das sieht wirklich köstlich aus. Das ist so süß. Deine Gabel? Es scheint, als hätte es dir geschmeckt. Wenn man Hunger hat, muss man essen. Zum Glück sehen meine Nägel gut aus. Entschuldigung, ich möchte hier bitte wischen. Ach wirklich? Zu gut, um sich zu bewegen, was? Okay, gut. Ich gehe schon weg. Dann esse ich halt einen Snack, während ich warte. Yum, ziemlich gut. Okay, fast fertig. Das hier brauche ich nicht mehr. Komm und hol's dir. Ach, niemand hört auf mich. Blitzeblank. Wow. Oh, ich falle. Oh, was ist da gerade passiert? Ich sehe Sterne. Ups, mein Fehler. Was ist denn hier los? Tut mir leid. Ach ja. Diese Kinder sind so eingebildet. Dem können wir einen Riegel vorschieben. Du hast eine Stelle übersehen. Ja, genau da. Das ist der schlimmste Tag aller Zeiten. Diese Outfits habe ich alle schon. Ist schon Snackzeit? Das ist schon der dritte heute. Was für leckere Kekse. Ein bisschen Schmutz hat mir noch nie geschadet. Kate, nein! Du bist viel besser als das. Wag es nicht, diesen Keks anzufassen. Gerettet. Bist du okay? Das hättest du nicht tun müssen. Hier, entspann dich erstmal. Du hattest einen wirklich anstrengenden Tag. Siehst du, der ist noch gut. Nein, bitte, ich bestehe darauf. So, und jetzt spül sie damit runter. Ach, wenn du glücklich bist, bin ich auch glücklich. Ha,
Heute schmeiße ich eine Party. Das wird der Hammer. Oh. Hi, Mädels. Aus dem Weg, Luse. Oh. Die haben mich voll übersehen. Wo ist meine Brille? Hallo? Kann mir jemand helfen? Was ist das für ein Licht? Gehört sie dir? Warte kurz. Oh, jetzt nimm sie schon wieder. Ugh, kaum zu glauben, dass ich das gehalten habe. Ich muss meine Hände desinfizieren. Schon besser. Wow, hey Leute. Ellie, lass uns ein Foto machen. Selfie. Oh, ihr seid wirklich die Besten. Hä? Was ist das? Ein Helikopter? Wer ist das? Danke fürs Abholen. Ich liebe Übertreibungen. Echt anstrengend, so reich zu sein. Die Stunde ist so öde. Hey, aufpassen. Wir schreiben einen Mathe-Test. Ich zähle nur Geld, sonst nichts. Mir egal, ich bin beschäftigt. Ich habe so viel für diesen Test gelernt. Stell die Gespräche ein. Hier ist der Test. Dann mal los. Ich bezahle Leute, Tests für mich zu schreiben. Oh, darauf freue ich mich. Geld regiert die Welt. Oh, bestanden. Danke. Ich danke dir für mein neues Auto. Ich mach die Fliege. Das war knifflig, aber ich hab's geschafft. Fertig. Das war mir jeden Cent wert. Hey, Frau Lehrerin, den können Sie wieder haben. Dankeschön. Was für eine Zeitverschwendung. Okay, ich habe eure Tests korrigiert. Ich bin beeindruckt, Essie. Wow, eine 1+. Ja, danke. Eine 3? Aber wie? Hey, wofür bezahle ich dich eigentlich? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ach, so ein Ärgernis. Hallo, Papi, ich brauche einen neuen Nerd. Die gehören in meinen Spind. Ich könnte ein Schloss gebrauchen. Hä? Ein geheimes Zimmer? Das ist mir noch nie aufgefallen. Hm, ich schaue mich besser mal um. Wow, so viel Platz. Oh, das sieht gemütlich aus. Endlich ein ruhiger Ort zum Lesen und Lernen. Wow, das ist mir neu. Ich sollte öfters kommen. Wow. Hi, Ellie. Oh, wieso? Als ob ich mit Justin reden würde. Ich kapiere gar nichts davon. Ich brauche Zeit für mich. Gut, dass ich einen exklusiven Ort zum Abhängen habe. Man braucht eine goldene Kreditkarte dafür. Das ist mehr mein Ding. Ach, mein Rückzugsort. Zeit für etwas Spaß. Oh, das sieht interessant aus. Wow, das ist so realistisch. Was für ein Tag. Ich muss mich erholen. Das sind die neuesten Sicherheitsstandards. Man kann nie vorsichtig genug sein. Oh, endlich sind Sie da. Setzen Sie sich. Ich hasse es, wenn Bedienstete mit mir sprechen. Ich möchte verwöhnt werden. Okay, ich beginne mit dem Auftragen der Gesichtsmaske. Das ist die teuerste Maske auf dem Markt. Sie besteht aus Blattgold. Ihre Haut wird danach wie ein Goldnugget strahlen. Was lustig ist, denn genauso viel kostet die Maske. Deine Bezahlung. Ich liebe meinen Job. Wieso bist du noch hier? Ach, was für ein Leben. Ich weiß nicht, was ich essen soll. Die Auswahl hier ist riesengroß. Aber Papi, ich will ein Einhorn. Hey, hier drüben. Das bringe ich Ihnen sofort. Besser ist es für dich. Hier, Ihr Gericht. Bon Appetit. Wieso muss ich neben ihr sitzen? Oh, so geht das nicht. Bedienung? Danke. Alles ist so armselig. Oh, das ist perfekt. Ihr Gericht, Ma'am. Ich habe einen verwöhnten Gaumen. Exzellent. Das ist nicht für jedermann. Was? Hey, du, da drüben. Ihr Geld, Madame.
So lecker. Was? Das glaube ich nicht. Oh, Gold. So gut. Oh, die beiden haben einen Vogel. Ich bin so hungrig. Ich brauche was zwischen die Beißer. Nur was? Hier gibt's irgendwie nichts. Oh, ich hab's. Die Farbe steht mir. Möge die Jagd beginnen. Aha. Groß und schleimig. Das ist wie Fast Food. Das war einfach. Was für ein Schmaus. Ich liebe Spinnen. Was? Ach ja, die zwei habe ich ja voll vergessen. Ich muss mir einen neuen Job suchen. Was war das? Ich habe so gut geschlafen. Ich sollte mich fertig machen. Kein Wasser? Wie soll ich mich ohne Wasser waschen? Immerhin kann ich noch Zähne putzen. Wer braucht schon eine Zahnbürste? Minz frisch. Okay. Das sollte reichen. Was soll ich anziehen? Okay, das ist süß. Naja, das muss mir reichen. Nein, nein, die Yacht ist viel zu klein. Guten Morgen. Oh, ach ja. Da muss ich mir etwas Besseres einfallen lassen. Wow, ich bin so gut. Hey, aufwachen. Huhu. Oh, dem wird sie nicht widerstehen können. Gold. Welch wundervoller Traum. Exzellente Arbeit, wie immer. Ich mache nur meinen Job. Bye. Schon morgen? Wo ist mein Make-up-Handy? Hallo? Ich brauche deine Hilfe. Was kann ich für sie tun? Ich muss gut aussehen. Du musst mir einen Look schminken. Das wird sie etwas kosten. Wo ist mein Geld? Na gut. Hier. Echt jetzt? Auf keinen Fall. Alles muss man selber machen. Das ist so öde. Okay. Ich denke, wir können loslegen. Hey, wacht auf. Unser erster Absolvent ist Cheryl. Ah, meine lieben Fans. Du hast die Schule nur geschafft, weil dein Vater uns einen Pool gekauft hat. Glückwunsch. Wieso fasst du mich an, Igitt? Das gefällt mir nicht. Ich gehe. Macht Lärm für Cheryl. Nun kommt Ellie. Sag dem Fotograf, er soll mich von meiner Schokoladenseite ablichten. Hier ist dein Zeugnis. Yeah, geschafft. Meine Glückwünsche. Selfie. Das ist süß. Okay, runter von der Bühne. Und zuletzt kommt Essie. Ich bin so glücklich. Hier ist Papier. Ist das alles? Oh, ich habe mir vorgenommen, nicht zu weinen. Komm her, du. Okay, reiß dich zusammen, Kevin. Das hast du verdient, Essie. Wow, ein Stipendium. Wow, yeah. Du bist die Beste, Essie. Das ist der beste Tag meines Lebens. Hallo, du. Redest du mit mir? Hallo. Hast du Durst? Oh ja, danke.
Oh, das war zwar nicht, was ich gemeint habe, aber Wasser ist Wasser. Kostenlose Dusche, richtig? Mann, das war witzig. Ich hole mir später noch ein Wasser. Pass auf die... Ah! Blöde Bananenschale. Ah, was ist mit dem ganzen Müll? Bin ich arm? Welches? Wie das wohl schmeckt? Oh, so lecker. So schokoladig. Was soll das? Oh Gott. Sorry, muss geträumt haben. Klingt so, als könntest du so eine gebrauchen. Hier. Danke. Oh, wie eklig. Was ist das? Suppe? Die muss 100 Grad warm sein. Kein Wunder, dass sie so schlecht schmeckt. Hey, ich weiß. Hast du warme Limo? Gieß sie in einen Becher und steck ein Eisstäbchen rein. Sobald es gefroren ist, zieh das Ding raus. Wow, jetzt ist die Limo eiskalt. Viel besser als normale Limo. Dieses Haar ist bereit für den Unterricht. Und wo sind die Bücher? Aha! Ich brauche heute wirklich viel. Was habe ich vergessen? Wo ist meine Federtasche? Ich könnte schwören, sie liegt hier irgendwo. Oh Gott! Gib dir her, du dumme Maus! Ich brauche die wirklich, okay? Gah! Unfassbar! Hey, eine alte Chipsdose. Damit kann ich was anfangen. Mach Heißkleber entlang der Seiten drauf, etwa so. Dann im Zickzack. Drehe die Dose jetzt auf den Kopf und trage Kleber entlang der unteren Kante auf. Und vergesst die Mitte nicht. Ein kreuz- und quer verlaufendes Muster ist gut. So, drehe jetzt das ganze Ding um und hol die Dose raus. Klebe das Ober- und Unterteil auf. Und dann den Reißverschluss drauf. Federtasche, wer möchte? Wow, ich bin handwerklich begabt, wenn es darauf ankommt. Aber ich will nicht zu spät kommen. Schön. Okay, wer ist als nächstes dran? Hallo. Kannst du lächeln? Toll, danke. Tschüss. Igitt. Schon mal was vom Zahnarzt gehört? Hä? Oh, die sehen schlimm aus, hä? Los, werdet sauber. Was soll ich damit anfangen? Das ist so peinlich. Hey, ich habe eine Idee. Schneide Wachspapier rechteckig zu. Dann mach Zahnpasta in die Mitte. Das sieht ziemlich gut aus. Nun streu Backpulver drüber. Danach verteile es mit deinem Finger. Jetzt ist es fertig. Klebe das einfach direkt auf deine Zähne. Und jetzt warten wir. Nach 20 Minuten nimmst du das Papier wieder ab. Oh, schau dir diese perlweißen Zähne an. Gut gemacht. Lächle schön breit, okay? Warte, heute ist nicht Elvers Geburtstag? Unglaublich, dass ich den vergessen habe. Ich habe hier irgendwo ein Geschenk. Oh, definitiv nicht hier drin. Das hier? Nee. Ein Strandball? Nee. Luftpolsterfolie? Na klar, die ist super vielseitig. Also, was kann ich damit machen? Oh ja. Schneide ein kleines Quadrat aus. Dann nimm Farbe, um oben einen Rand zu machen. Mach ihn so gerade wie möglich. Mach jetzt weiter mit Reihen. Ist das Teil nicht cool? Ist das Ava? Hey, alles Gute zum Geburtstag. Ich habe dir was ganz Besonderes gemacht.
Danke, das macht so viel Spaß. Das beschäftigt mich für Stunden. Ich bin so froh, dass es dir gefällt. Ich liebe meine beste Freundin. Das ist genau meine Mucke. Die Sonne fühlt sich toll an, oder? Was liest du da? Das ist aber ein schickes Teil. Da hat jemand Juwelen im Kopf. Bin gleich zurück. Hallo, haben Sie sowas? Sie haben Glück. Wie gefällt dieser Ihnen? Oh, ich weiß nicht, ob ich den bezahlen kann. Dieser? Noch teurer. Und was ist mit diesem? Oh Mann. Warten Sie kurz. Hilfe, was soll ich tun? Ja! Siehst du diesen Marker? Nutze einen Klebestift, um ein lustiges Design zu machen. Mach weiter und achte darauf, dass du rundum gehst. Zieh es ab, sobald es trocken ist. Wow! Was? Wähle eine Hand. Die hier. Okay, die hier. Tada! Ist der für mich? Der ist so einzigartig. Ein echter Ring und er gehört mir. Das brauche ich nicht mehr. Ich liebe ihn. Meine Nägel selbst zu machen nervt. Aber ich kann mir keine Maniküre leisten. Was ist das? 2 Euro? Das kann ich mir definitiv leisten. Hallo? Kann ich dir helfen? Sag du's mir. Was für eine Monstrosität. Ich fürchte, das wird dich etwas kosten. Was willst du? Die Preise sind unverschämt. Ich fürchte, das ist alles, was ich habe. Nicht viel, siehst du? Oh, Schätzchen, dann werden es Klebepistolennägel. Die nehme ich. Zuerst lege etwas Wachspapier aus. Mache einen Kreis mit dem Kleber. Dann lege ein weiteres Stück obendrauf und drücke es mit einem Bügeleisen an. Sobald das erledigt ist, nimm das Blatt runter und skizziere deine Hand auf dem Kleber. Versuche, die ganze Hand zu erwischen. Siehst du, wie die Nägel umrissen sind? Lackiere sie jetzt, wie du es normalerweise tun würdest. Rot war eine gute Wahl. Ziehe dann die Nägel ab. Und sie sitzen perfekt. Siehst du? Sie sind wunderbar. Natürlich sind sie das. Ja, ich weiß, wir müssen das Geschäft abschließen. Oh, hallo Baby, Papi ist hier, um dich abzuholen. So süß. Oh, hallo, Igitt, dein Baby ist arm. Oh, Mamis kleiner Engel, wie geht es dir? Oh Gott, weine aber nicht, Mami ist jetzt da. Alles wird in Ordnung sein. Ein reiches Baby und ein armes Baby. Es ist wohl an der Zeit, dass sie erwachsen werden. Füge mal ein paar Jahre mehr hinzu. So ist es gut. Es ist schon besser. Ich frage mich, wie es ihnen jetzt geht. Ich weiß, was wir tun sollten. Schicken wir sie zur Schule. Das scheint eine ziemlich gute Schule zu sein. Ich glaube, das wird lustig. Oh, was für eine verheißungsvolle Zimmernummer. Nach dir, Lizzie. Sieht so aus, als ob das unser zugewiesenes Zimmer ist. Oh, mein ekelhaft. Zieh dir diesen Ort an. So eine Sauerei. Moment, es ist mehr als das. Es muss abgerissen werden. Nein, nein, nein. Sie können nicht erwarten, dass wir in so einem Zimmer leben. Das ist okay. Igitt, ich kann nicht glauben, dass er damit einverstanden ist. Muss daran liegen, dass er arm ist. Sieh mal, da ist ein Besen. Ich glaube, wir können hier aufräumen. Spinnweben sind eigentlich ganz einfach zu beseitigen. Außerdem gibt es einfach eine Menge Müll und Unordnung. Das aufzusammeln ist keine große Sache. Hä? Oh, ich sollte die Zeitungen von der Wand nehmen. So, das sieht schon viel besser aus. Ab in den Mülleimer damit. Was soll das mit den Seilen überall? Also gut, Zeit, mein Bett zu machen. Ah, das nenne ich gemütlich. Oh, Lizzie, hier ist jede Menge Platz, wenn du teilen möchtest. Ja, nein, danke. Als ob ich meine Seite alleine sauber machen würde. Hallo? Ja, ich brauche dich hier, um etwas für mich zu erledigen. Hallo, Fräulein. Ich bin der Reinigungsdienst, den Sie bestellt haben. Oh, ha. Warte kurz. Er sieht Liam sehr ähnlich.
Wie auch immer, du, ich brauche dich, um diesen ganzen Raum aufzuräumen. Das kann ich machen, kein Problem. Pfui, ich verstehe wirklich nicht den Reiz, aber solange er die Arbeit macht... Es sieht so aus, als müsste dieser Müll eingesammelt werden. Uah. Entschuldigen Sie, Fräulein, aber ich bin mit dem Putzen fertig. Ach so, richtig, Geld. Ich verstehe nicht, warum alle es immer haben wollen. Aber nun ja, hier ist es, für die Reinigung. Oh, du willst mehr? Ach, ja gut, schön. So, bitte sehr, das sollte reichen, denke ich. Und jetzt geh weg, ich muss noch einen Anruf machen. Ja, stellt das bitte dort drüben hin. Perfekt, wie ich es wollte. Und nun weg. Ach so, du hast deine Seite fertig, sieht gut aus. Mein Haar sieht in dieser Farbe wirklich schön aus. Fräulein, abgerundet oder eckig? Hör einfach auf, das ist genug Pediküre für heute. Tja, ich glaube, ich fange besser mit meinem Tag an. Autsch! Nein! So sterbe ich also, das ist mein Ende! Mein lieber Fuß, nein! Ich bin tot, ich kann nicht weitermachen, nicht so wie jetzt. Wie konnte mir das nur passieren? Sie müssen mich retten, Herr Arzt, ich leide Höllenqualen. Haben Sie sich den Zeh gestoßen? Machen Sie etwas! Ja, natürlich, natürlich. Ich sehe mir das mal genauer an. Das sollte helfen. Und jetzt klebe ich ein Pflaster drauf. Oh mein Gott, ich kann nicht hinschauen. Fühlen Sie sich besser? Nein! Oh, okay. Also hier, Sie brauchen etwas zu essen. Diese Snacks sollten helfen. Oh, das sind auch meine Favoriten. Und hier, ich kühle Sie mit diesem Fächer ab. Oh, mir ist so kalt, ich kann mich einfach nicht aufwärmen. Ja, aber natürlich, ich habe Fieber. Es muss doch etwas möglich sein, damit ich mich besser fühle. Ach so, vielleicht könnte ich etwas Medizin kaufen, das sollte helfen. Och, das ist nicht annähernd genug, die Medizin ist so teuer. Nun, vielleicht kann Mama mir helfen. Hallo Mama, wow, wie bist du so schnell hierher gekommen? Ach Schatz, ich weiß immer, wenn du krank bist. Schau mal, ich habe meinen Medizinkoffer mitgebracht. Du wirst dich im Nu wieder besser fühlen. Wir beginnen mit einem Tee und jetzt ist er bereit für dich zu trinken. Hör zu, ich weiß, du magst keinen Tee, aber du musst ihn trinken, wenn du gesund werden willst. Igitt, Mama, dieser Tee wird mich umbringen, bevor es das Fieber tut. Und jetzt die Kräuter. Ha, ich fühle mich schon gesünder. Bitte sehr, Schatz. Wird der Tee dadurch nicht noch schlechter schmecken? Gute Arbeit, trink einfach weiter. Oh, ich weiß. Ich habe dir eine hausgemachte Suppe gekocht. Nein, Mama, ich hasse deine Erbsensuppe. Das ist Unsinn. Jetzt mach auf. Komm schon, das wird dich besser fühlen lassen. So ist es gut. Das ist Mamis kleiner Engel. Und was noch? Oh, natürlich. Ein Apfel. Ich muss ihn noch ein wenig verfeinern. Oh, mein lieber Engel ist gerade eingeschlafen. Ich decke ihn zu, damit er schön warm bleibt. Hat sie mir geglaubt? Puh, ich glaube, das hat sie. Also gut, klasse. Ich hoffe, ihr seid alle bereit für eure Kunstprüfung. Bitte fangt jetzt an. Ich möchte sehen, wie viel ihr gelernt habt. Was zum? Ist das alles, was in meiner Tasche ist? Verflixt! Ich habe nur einen winzig kleinen Farbstift, mit dem ich arbeiten kann. Es ist nicht einmal geschärft. Schau her, was Lizzie alles hat. So viele Farben und so viele verschiedene Materialien. Tja, das ist wohl das, womit ich arbeiten muss. Oh, Moment mal. Vielleicht habe ich etwas Geld. Richtig, ich bin arm und pleite. Hey, warte mal kurz. Vielleicht hat der Mülleimer Lösungen. Mal sehen, was wir hier drin haben. Hä? Was macht Liam da? Hey, da ist ein Eisstiel drin. Damit kann ich bestimmt etwas tun. Okay, ich werde diese Silikonformen benutzen müssen, die der Klassenraum hat. Ich gieße einfach etwas Wasser hinein und füge dann Lebensmittelfarbe hinzu. Misch das besser, damit alles zusammenpasst. Gut, jetzt werde ich noch ein paar andere Farben hinzufügen. Dann ist es an der Zeit, die Eisstiele hineinzustecken. Ich möchte sicherstellen, dass sie stehen bleiben und dann einfrieren. Exzellent! Sie sind alle eingefroren und bereit für den nächsten Teil. Gut, mal sehen, ob diese Eisstifte so gut funktionieren, wie ich hoffe. Toll! Schau dir diese ganzen Farben an. Das läuft ja toll. Ich werde es auch nur ein wenig ablecken. Erfrischend. Ha, das muss man ihm lassen. Das ist ziemlich clever. Was soll ich jetzt tun? Ich weiß es nicht. Oh, warte, ich habe Geld. Das wird mir sehr helfen. Das sollte ausreichen. Bonjour, Sie brauchen einen Künstler? Nein, nein. Nein, noch nicht. Zuerst machst du mir etwas Kunst.
Oh ja, ich verstehe. Ich werde dir ein Meisterwerk schaffen. Der Kunstunterricht ist so langweilig. Ihr Meisterwerk ist nun fertig. Voila! Was? Was ist das? Igitt, das ist eklig. Nimm es weg von mir. Sie mögen meine Kunst nicht. Sie haben keinen Geschmack. Igitt, ich kann Künstler nicht ausstehen. Hallo? Oh, nun, wie auch immer. Mach weiter und mach mir etwas Kunst. Okay, Fräulein. Mein Lehrer sagt, ich bin der Beste in der Klasse. Ich mag Buntstifte. Ich mag malen. So, ich bin fertig. Was soll das sein? Ein Haus und ein paar Wolken? Nö, nicht gut genug. Weine nicht. Ich meine, hier muss es doch irgendetwas geben, was ich tun kann. Oh, schau, ein Lutscher. Was ist denn das? Ein Lutscher? Was? Psst, da unten. Oh, das Geld. Natürlich, hier bitte sehr. Und jetzt geh raus mit dir. Nächster. Hä? Oh mein Gott, das ist ja ekelhaft. Na gut, dann zeige ich Ihnen mal, was ich habe. Bitte sehr. Oh mein Gott, wow, ich liebe es absolut. Hier ist dein Geld. Das war's, danke Fräulein, abgemacht. Das ist großartig. Hey Liam, sieh dir mein Kunstwerk an. Oh ja, das ist schön und so. Ich benutze diese Eisstiele für meine Kunst. Hey, du solltest mir Aufmerksamkeit schenken, nicht deiner Kunst. Eine Penthouse-Party und Millie Bobby Brown wird dabei sein. Ah, okay, ich muss mich entscheiden, was ich anziehen soll. Mal sehen. Oh ja, das ist das perfekte Kleid. Ich sehe so toll aus in diesem Kleid. Oder vielleicht doch nicht. Lass mich etwas anderes ausprobieren. Ein rosafarbenes Babydoll-Partykleid. Vielleicht ist Pink die Mode des letzten Jahres. Ich werde es noch einmal versuchen. Vielleicht etwas casual. Ich liebe goldene Sneaker. Igitt, nein, ich brauche mehr Eleganz. Mit einem kurzen roten Kleidchen kann man nichts falsch machen. Oh, Moment, ich weiß, was ich tun sollte. Einen Anruf machen natürlich. Wenn ich nichts habe, was mir gefällt, kaufe ich einfach etwas ganz Neues. Nein? Oh, ein spezieller Hoodie für 5000 Euro. Ja, bitte. Oh, er ist da. Ich bin so aufgeregt. Lass mich das hier öffnen. Oh mein Gott, das ist genau das, was ich wollte. Ich muss das sofort anziehen. Ja, es passt perfekt. Und diese Leggings sind fantastisch. Ich trage meine Sonnenbrille auf und bin endlich bereit für diese Party. Ich komme jetzt. Mein Gott, ich kann nicht glauben, dass ich das mit der Post bekommen habe. Es ist eine Einladung zu einer 1-Dollar-Party. Aber ich glaube nicht, dass ich das anziehen kann. Zu viele Löcher. Igitt, mein schönes T-Shirt kann ich aber auch nicht anziehen. Es ist auch voller Löcher. Was ist in der Box, die Papa mir gegeben hat? Vielleicht gibt es hier etwas, das ich anziehen kann. Hey, schaut mal, ein paar Jeans. Und sie hat keine Löcher. Ich frage mich, was hier noch drin ist. Ekelhaft, das ist ein paar seiner alten Boxershorts. Igitt. Oh hey, aber sieh dir das an, es ist ein gelber Hoodie. Lass ihn mich anprobieren. Okay, ja, die Passform ist nicht schlecht. Warte, nein, es ist zu groß. Schau mal hier, wie lange es runtergeht, fast bis zu meinen Knien. Was nun? Ach ja, richtig, die Boxershorts. Sie haben diese Elastik. Das ist immer noch ziemlich gut in Schuss. Weißt du was? Ich glaube, ich habe eine Idee. Na gut, ich habe das gesamte Elastik aus dem Taillenband entfernt. Jetzt wickle ich es einfach um meine Taille und binde es dann vorne zusammen. Okay, der Knoten sollte halten. Und jetzt drehe ich das auf die Rückseite. Und dann kann ich den überschüssigen Hoodie einfach so hochstecken. Gut so, gar nicht so schlecht eigentlich. Oh, ich hasse die Schule. Diese Kinder sind so schlimm. Komm schon. Nicht so schnell. Annie, komm zurück. Es ist so warm. Ich schaue im Flur nach. Oh, sie sind hier. Was war das denn? Das habe ich nicht erwartet. Ich erzähle das Miles. Oh, so erfrischend. Miles, gib mir den Becher. Hey, der gehört mir. Ich weiß, was zu tun ist. Ich drehe den Becher um und mache ein Loch rein. Dann brauche ich einen Faden. Den schiebe ich durchs Loch. Am Ende mache ich einen Knoten. Der darf nicht rausrutschen. Der muss also größer als das Loch sein. So geht's. Das mache ich auch mit dem zweiten. Guck, was ich habe. Hier, nimm den. Aus dem kann ich nicht trinken. Das ist nicht zum Trinken. Guck. Ich halte den gegen die Tür. Oh, kapiert. Sind das Kopfhörer? Wuhu! La 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 la. La Kein Tanzen im Flur. Was passiert da? Ich kann dich reden hören. Warte. Jetzt.
Das ist unsere Chance. Los geht's. Hör auf, hier rumzutanzen. Schon lange hier? Geh zum Unterricht. Sie sind nicht lustig. Oh, ich liebe dieses Lied. Ich meine, typisch Kinder. Wo sind sie hin? Nein, sie sind weg. Wie konnte das passieren? Oh! Seien wir mal ehrlich, Schule kann echt langweilig sein und jeder will so schnell wie möglich da raus. Was war dein Lieblingsteil dieses Videos? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen. Teile dieses Video mit deinen Freunden und falls noch nicht getan, abonniere unseren Kanal für weitere lustige Videos wie dieses.